Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Oh Mann. Ah. Scheiße. Nein. Wie kriege ich das denn jetzt? Wie kriege ich das denn jetzt hier geregelt? So. Könnte ich denn hier Partytorte? Diese Torte gebührte ein Aber der hatte doch irgendwie ein Feuerzeug, der Schorni, ne? Aber ich hab alles, ne? 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 Das ist ja irgendwie echt alles doof. Mietz! Du bist so süß. So schulteig. Ja. Hier können wir echt nichts machen. Oh, Entschuldigung. Hier können wir echt nichts machen. Könnten wir hier die vielleicht... Das war zu schade für den Kompost. Okay. Weißt du, ist echt nicht wahr, oder? Warte mal, es hing ja die ganze Zeit an der einen Sache, dass ich der Doris nicht alles gezeigt habe. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Freundchen. Oh, es sind nur meine Einweggläser. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Freundchen, bitte. So. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Genau. Also verschwinde. Ich brauche... Das hat in meiner Kantine... Ich brauche... Okay. Was soll das? Das genau. Also, ich brauche. Okay. Können wir das hier mitnehmen? Nein. Dieses Banner hing genau richtig, wo es hing. Es vermittelte Lilly vor. Was war das? Was? Nein. Dieses Banner hing genau richtig, wo es hing. Es vermittelte wichtige Werte wie Stärke und Selbstkontrolle. Lilly glaubte, den Effekt bereits zu spüren. Vor lauter Selbstkontrolle hätte sie am liebsten laut aufgeschrien. Shit. Ah, es ist so süß gemacht irgendwie. Ach Gott, hier kann ich auch nichts mehr machen, gell? Gell? So, So, wir haben jetzt jeden Schüler, naja, nicht jeden, der da ist ja eingesperrt, aber wir haben jetzt fast jeden hier getötet. Aus Versehen. Oder zumindest bunt anstreichen lassen. Wir haben jeden Bunsch anstreichen lassen. Die sind irgendwie aus irgendeinem Grund ist alles abgehauen. Ich habe keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Aber die kleinen Gnome, die sind da. Das ist total wunderbar. Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Okay. Warte mal. Sekunde. Ich hab grad eine echt hammergeile Idee. Dude. Tu das! Abends hing die Oberin, aber. Okay. Ich will das mit der Katze. Ich will das hinkriegen. Alleine. Ohne dich! Nein. Ohne dich, glaub ich. Okay, warte mal. Wie kriegen das denn? Ich kann mich gerade irgendwie gar nicht konzentrieren, ohne Scheiß. Wie kriegen wir das denn hin? Auf Hasseleinwand. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles.
Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Oh. Lilly hatte die Knallfrösche an den Luftballon geknotet. In ihrer Welt ergab das Sinn. Ja, in ihrer Welt. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Aus Erfahrung wusste Lilly, dass es keine gute Idee war, ein Feuer in den Taschen zu entzünden. Besonders, wenn es nicht die eigenen Taschen waren. Okay. Lilly liebte diese... Nee. Okay. Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Lilly widerstand erneut der Versuchung, ihnen nachzugeben. Wir hatten hier nur noch diesen Kuchen. Wie kriegen wir das denn hin? Warte mal. Aber das gibt eigentlich auch gar keinen Sinn. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Okay. Das Feuer brannte lichterloh, wie das Haus, von dem Lilly häufiger träumte. Was? Okay, alles, was keinen Sinn ergibt, ergibt irgendwie Sinn. Lilly wollte Doris nicht weiter stören. Die Kantinenfrau hatte alle Hände damit zu tun, das Essen für die Oberin zuzubereiten. Und es waren große Hände. Okay. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Hä? Was ist? Ich muss jetzt auf das Essen warten. Jo, was geht? Ja, ich wette, du hast viel zu erzählen. Aber erst einmal solltest du dich einzig und allein auf das Tagebuch konzentrieren. Du schaffst das schon. Ach, die ist ja schon süß. Die ist schon süß. Vielleicht ein bisschen durchgeknallt. Lilly mochte Doris und... Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um! Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder! Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben! Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Lilly wollte Doris nicht weiter stören. Die Kantinenfrau hatte alle Hände damit zu tun, das Essen für die Oberin zuzubereiten. Und es waren große Hände. Ich hab einen Plan. Warte mal. Das gibt doch hier diesen komischen Essensaufzug. Da! Was? Da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Ja, kein Ding. Wo ist der Vogel? Futternapf. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Wo ist denn der Vogel?
Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Ich höre irgendwo den Vogel. Was? Bratenplatte. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen. Das Essen. Und wenn es zu tun. Warte mal, ich will mal hier gerade voll speichern. Hä? Ich mache jetzt gerade Dinge, wo ich gerade nicht verstehe, warum ich die denn tue. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Okay, wo ist denn das Grrr? Grrr. 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 Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Ist das hier? Ist das hier? Huhu. Hä? Lilly bezweifelte, dass Lumpy das essen wollte. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume pflanzen. Lilly hatte die Funk. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Ah, ich verstehe. Essen der Oberen. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Möchtest du das? Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpy offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Ach, das hatte Lumpy gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Oh, geil. Der Plan war heikel, aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Ja. Nanu? Wie ich sehe, hat Lumpy endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Ja. Und jetzt raus mit dir. Habe ich das Tagebuch eingefangen? Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. Oh. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh, Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden.
Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lilifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Oh Gott! Psst. Lilly, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aha. Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Was? Ich geh schnell. Nicht trödeln. Na los. Wo bleibst du denn? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist gerade voll spannend. Stopp. Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje. Aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass sie diese Aufsässigkeit in ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt! Das ist unsere Chance! Okidoki! Okidoki? Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Alter, was für ein Krimi! Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Da ist sie! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberin widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache! Amüsiere uns! Gerrit hat das mir befohlen. Es ist alles Ednas Schuld. Dr. Marcel ist böse. Bären für die Oberin. Nazi-Vampire. Okay. Das dauert mir zu lange. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Wugi, Wugi. Wugi, Wugi. Wugi. Pa! Wugi, in der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Wugi. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun,
rede schon, du nutzloses Kind. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberheim. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Nö! Oh. Okay. Scheiße. Verbote. Tun und lassen, was... Feuer machen, Erwachsene widersprechen, Alkohol trinken, gefährliche Orte betreten, spitze Gegenstände verwenden, wütend werden, tun und lassen, was man will. Was ist das? Das ist Edna's Karte. So. Psst, Lilly! Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie alle ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen. Finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen... Kindes! Nichts weiter. So. Und was für Geheimnisse das sind, was die Oberin und dieser Doktor hat, das erfahren wir in der nächsten Aufnahmesession, weil ich habe keinen Bock mehr. Also, ich habe schon Bock, aber ich habe keine Zeit mehr. Warte mal. Ich spiele mein Speicherstand. So. Wie viel haben wir? 18.27 Uhr. Gute Lücke. jo, ich hab genug aufgenommen. Okay.